bedient Janik Stark und es steht 1:0 für den Zweitliga-Absteiger. Kam im Sommer aus Braunschweig mit dem 2:0. Erst Aaronhand stehen und dann dieses Kunststückchen auf da Ferner. Und da Ferner mit dem 3:0. Sebastian May und das Spiel ist kompakt und gut eingespielt. Ecke von Weihrauch, Kevin Kraus, Bajic. Super. Minute, Dynamo fast nur noch mit weiten Bällen. Da ist Hosina und da Ferner bringt den Ball in den Kasten, der Ausgleich. Später Freistoß für die Gastgeber und Janik Stark bekommt den zweiten Ball und trifft zum 1. Der rechten Seite nimmt den Kopf hoch, das ist gut und Hosina, der Ball hoppelt ins Tor, der Ball. Setzung zurück in der Startelf auf Diawusi, Vlacho, Dimos und Hosina bringt den Ball im Kasten. Die Partie, 4 Minuten Nachspielzeit aufgrund der Verletzungsunterbrechung, Königsdorfer und Hosina. Luchs ihm den Ball ab und hat das Auge für Königsdorfer. Aber wieder für die Gastgeber, der eingewechselte Ajemang Diawusi. Und er findet Julius Kade, 3:0. Aber kommen sie ins Laufen. Königsdörfer und dann da Ferner, effektiver geht zum Ausgleich. Tolle technisch Herausragung aus einem Zufallsprodukt, einem Abpraller. Den 2:1 Siegtreffer durch Jeboah König. Hier mitgebracht, Weihrauch, der spekulierte nach diesem Rosbach-Patzer perfekt. Und im Zentrum war da Ferner da. Präsent, auch bei Standards. Wieder Weihrauch, super, auf Marco Hartmann. Hosina, super, auf Ransdorf, Königsdorfer. Bis hierhin nichts zu sehen. Dann die 26. Minute, da ist Hartmann und da ist das 1:0. Für die SGD. Phasenweise richtig schönen Fußball. So wie in Minute 42. Hosin. Stark raus auf Meier. Meier und dann ist Hosina blank. Und er macht das 1:0. Reitet weiter auf da Ferner. Da Ferner kann marschieren und schon ist die Abwehr ausgehebelt. Weihrauch macht das Tor. Ecke. Und da Ferner mit dem 3:0. 27. Minute. Dynamo Dresden zum ersten Mal in Tornähe. Und. Das 1:1. Der Kapitän trifft Jan direkt danach. 45. Minute. Robin Becker, das 1:2. Das Spiel, ein letzter Angriff. Patrick Weihrauch, das 1:3. Der Endstand. Bei Pascal Sohm. Und der flankt Butterweich zu Kade. Die spielen plötzlich besseren Fußball. Da Ferner, Schick, Brüseke kann den Einschlag zunächst verhindern. Weihrauch allerdings überwindet Brüseke dann zum Weihrauch, Königsdörfer eingewechselt, 3:1. Den Kopf hoch und findet Kade, der hat schon 1, jetzt hat er 2. Boden, Christoph da Ferner hat Platz und einen guten Abschluss. Ausgleich Dynamo, 59. Philipp Hosina. Ausgleich 72. Minute. Es ist total und auf dem Platz jetzt wieder Dresden. Der eingewechselte Sohm. 80. Minute, wieder Dynamo, wieder Sohm. Rein damit, der macht den Doppelpack und alles. Abwehr wie ein warmes Messer durch die Butter und über Mörschel landet der Ball bei Sohm. Spitzenreiter der dritten Liga schlägt zurück. Erst der Amo durch Hosina. Kampf zerschlägt sich bereits eine Viertelstunde später. Einen 4:3 Sieg und festigt damit zu begleichen. Und der Plan, der ging direkt mal richtig gut auf. 9. Spielminute, Eckball will, Kopfball. Ferner, der leitet weiter Richtung Sohm. Mörschel kommt an den Ball, dann aber nicht richtig und am Ende trotzdem doch. Langen Einsatz zutraute, musste ran. Dynamo und Schwarz-Gelb, 10. Minute mit dem 1:0. Genug, 24. Minute, Paul Will probiert es einfach mal. Und der erzielt das 2:0 für Dynamo Express. Christoph da Ferner. Und schauen Sie mal auf den Keeper, Lukas Reda. Der ist draußen, dann rutscht er kurz weg. Und da hinten lauert Niklas Kreuzer. Überragend, 38. Minute. Sohm, wieder Brinkis. Dynamo jubelt. Und eine Fehlentscheidung. Und da Ferner war es egal. Durch Heinz Mörschel. Kam im Winter aus Uerdingen. Mörschel traf in der rechten Seite nach innen. So viel Raum. 2:0. 19. Olsen grätscht rein. Buntic überspielt Stendera und Lukas Stohr. Und der hat's ganz leicht. Sein erstes Saisontor.
Dresden. Im Emsland zu Beginn direkt Hellbach. Da ferner 1:0. Dann gibt es in der 25. Minute Freistoß. Heinz Mörschel. Viel Gefühl. 2 Meter und wieder Philipp Hosiner auf dem Weg zu, richtig, Saisontor. Das 4:0 gegen Ingolstadt war ja schon guter Vorgeschmack. Heinz Mörschel und wieder hilft Tomaschke mit. Aber nur wenig später einmal unkonzentriert der Flachodimos brachte viel Schwung und im Zentrum da ferner. Hosiner zurück zu Vlachodimos und der trifft. Neuer für Heinz Mörschel, der zielt und trifft zum 2. Gegen Handle. Und dann Heinz Mörschel, der war auch neu in der Startformation und war wie im Hinspiel eine Sache für Hosiner. Schon beim 4:2 in Köln. Guter Eckball und da ist das Tor. Pascal Sohm, jetzt steht er gut. Pascal Sohm gegen Mika Schneider, der ist draußen. Das muss das 2:0 sein. Das muss es sein und das ist es auch. Ransfords Jebo. Diesem Katastrophenkopfball zurück in Richtung Vollert, aber die Kugel landete bei der Ferner. Das Talent viel schneller als Sorge und mit der zweiten Chance machte Drede und in der zweiten Halbzeit wurde das Ganze dann auch vollendet. Flachodimos unter Kauzinski nicht berücksichtigt. Alexander Schmidt hat gesagt, nach der Aufstiegsfeier, die Jungs waren brutal effektiv im Training und motiviert. Genauso.